Jo, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light. So, weiter geht's. So, wir haben jetzt... Es ist vorbei. Mission gescheitert. Dank meiner Auftraggeber. Jetzt ist Bracken so verzweifelt, dass er mit dem Teufel verhandeln will. Raiz. Und da ich rausfinden soll, ob Raiz die Geheimdatei des GRE gestohlen hat, ist die Gelegenheit perfekt. Ja. Ja, wir haben kein Messer, wir haben gar nichts. Wir haben so $626. Für ein einfaches Messer bräuchte ich schon 678. Ist Peter, was zu machen? Hörst du mich? Jade? Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur... Hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Raiz Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Und Crane? Danke für alles, was du für uns tust. Ich... Lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Einverstanden. Pass auf dich auf. Ich weiß aber nicht mehr, wie das jetzt ausgegangen ist, muss ich zugeben. Ich weiß wirklich nichts mehr. Sind das 5 Jahre her? Ich hab gar keine Ahnung. Ich weiß nur, wie das seit mein Lieblingsspiel war. Das weiß ich definitiv, weil das... Ich weiß nicht mehr, auf welcher Konsole ich das gezockt habe. Ich meine PlayStation. Ich meine, ich habe es damals auf der PlayStation gezockt. Sie können dir das Leben retten. Oh, eine Schaufel. Ja, ne? Das Einzige, was ich auch noch weiß, es gab damals einen riesen Aufstand in das Spiel. Ich glaube wegen der Szene um dein Kind, aber ich weiß auch nicht mehr, was damit war. Ja, nix. Und hab gedacht, hey, suchst du nach der Schlägerei, Flachpfeife? Nein, ich bin nicht gut ausgerüstet. Wenn ich besser ausgerüstet wäre, kein Problem. Okay, Raim, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Vielleicht dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Dann wünsch mir Glück. Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Das war das, glaube ich. Das war nicht ganz einfach. Nicht schießen! Ich will Raiz sprechen. Bracken schickt mich. Bracken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Raiz was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Achso, das ist nicht die Mission, die ich dachte, dass es sein könnte. Wie lange sind wir schon Freunde, Osman? Das will ich nicht sehen. Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch so überrascht. Dass du mich bestiehlst! Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die... Links. Von mir oder von dir aus gesehen?
Du siehst wie einer vom Turm aus. Was willst du? Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich? Antizin natürlich. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Hm? Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Reis deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt. Ich habe Raiz getroffen. Jade hat recht. Was ein Psychopath. Außerdem ist er der abtrünnige GRE-Agent. Jetzt muss ich mit diesem Mistkerl kooperieren. Wegen der Mission. Und weil er jede Menge Antizin gebunkert hat. Dieser scheiß Virus. Hm. Oh, hier ist ein Shop sogar. Turmgesangs! Ach, du bist das. Ja, ich erinnere mich. Da bist du ja. Reis sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Reis. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermasse es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Okay. Du willst dich uns anschließen? Nein, will ich nicht. Im Leben nicht. Was heißt, ich will mich euch anschließen? Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist sowas wie Rais Haushofmeister, sein oberster Handlanger. Karim hat mir den Auftrag erteilt, ein paar Antennen für Rais zu reparieren. Es gibt doch nichts Besseres, als den Laufburschen zu spielen. Warte mal, was war das nochmal für eine Mission? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ach, werden wir sehen müssen. Crane. Bericht. Hab Rais getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane, Ende. Okay, weiter geht's. Hey, Al Capone, bist du bereit? Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Rais mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Rais. Vielleicht, aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. Karim, bin bei der ersten Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein.
Oh, das ist doch die Mission, die ich dachte. Oh, fuck mal, Alter. Genau das, was ich mir gedacht habe. Wo ist diese Schalterbremse? Weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund. Was soll ich machen? Ich kribbelte, aber ich kann noch was anderes tun. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich schmeiß Dings weg. Doch, ich weiß, wie ich das mache. Boah, die Mission, ja, die Mission war tricky. Die Mission war echt nicht ohne. Ich hab 400 Punkte verloren. Die Mission war tricky, das war doch die Mission, die ich dachte, dass es sein könnte. Aber warte mal ganz kurz. Ich muss kurz was gucken. Was ist mir hier? Das ist meine mal hier in Ruhe umgucken oder was? Nur so kurz gucken, was ich mir bauen kann in der Zwischenzeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ist das? Mach weiter! Hör mal raus hier! Hey, wie lange brauchst du? Alter, what the fuck? Lass mich hier raus! Guter Gott! How long do you need? Alter, ich brauch fast 5 Stunden, um diesen Scheiß da zu öffnen. Oh Lord, have mercy. Alter, ich hab kein Medikit mehr wegen dem Scheiß. Jetzt hab ich nur einen Molotow. Warte mal kurz. Hab ich mir nicht mehr als eins gemacht?
Ich habe nur eine produzierte Menge 1. Aber ich habe nur ein Zeug zu tun. Scheiße. Das muss funktionieren am Ende des Tages. Wo ist dieser Fettsack ist da? Ja gut, ich kann ja ein paar Dinger mitnehmen. Mit dem Molotov am Ende des Tages. Ich geh mal kurz hoch. What the fuck? Already? Warte mal, stopp mal. Wert 706. Warte mal, wie rüste ich das Ding aus? Ja, ich glaube so. Komm her, Bitch. Ich hab schon wieder vergessen eigentlich. Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter hier? Da. Let's go! Der Saft fließt wieder. Gut, und jetzt hoch zur Spitze. Fuck, wo ist das? Da ist er doch, oder? Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ja, wie komme ich da hoch, Alter? Ich weiß es nicht mehr. Hoch mit dir. There we go. Fuck, hoch mit dir. Hauptsache, ich bin jetzt mal weg von dem beiden. Fuck, muss da schon hoch crane. Muss mir schon helfen. Crane, du musst mir helfen. Wie komme ich da hoch? Ja, so. Boah, ich muss mal weg von denen, ey. Boah, ich bin grad mega nervös. Sollte eigentlich rein theoretisch jetzt nichts mehr passieren. Boah, die müssen mal chippen. So, wartet mal, jetzt. Das ist crazy. Okay, soweit so gut. Ich darf hier nicht abstürzen. Bin ich wieder fürs erste safe? Ich weiß das wirklich nicht mehr.
weiß das wirklich nicht mehr, muss ich zugeben. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie du von A nach B kommst. Ich wusste echt nicht mehr, wie ich da hochkomme. Gut, ich muss im Prinzip nur noch hochklettern. Wie komme ich denn da komplett hoch? So, suchen Sie die Antenne beim nach dem Transmitter. Ich habe kein Medikit mehr. Ich kann mir auch keins mehr herstellen. Also das Bitteste von allem. Das hier geht dich nicht an. Was soll der Scheiß? Das ist das Bitteste von allem, dass ich gar kein Medikit mehr habe. Ey, die Mission war aber auch krass. Ich weiß echt nicht mehr, wie du da komplett durchgekommen bist. Das Problem ist, er brauchte um da allein um diese scheiß Antenne da hochzuklettern. Jahre. Aber wirklich years. Und ich weiß nicht warum. Warum er es auch für so lange gebraucht hat, so wie er hier did. Wo ich mir denke, Alter, mach hin. Sehen wir irgendwas? Ich bin okay, noch irgendwas drin ist. Ich muss mir irgendwie was herstellen können. Warte mal. Ich muss mir echt was herstellen können. Ich brauche ein Medikit. Ich brauche ein Medikit. Das ist alles, was für mich wichtig ist. So, ich hoffe, das ist ein Medikit, was ich mir herstellen kann, was ich aber nicht glaube. Das ist krass. Was fehlt mir denn? Alkohol. Alkohol fehlt mir. Hier ist Alkohol drin. Krieg ich einen Flock der Fahrt. Hier ist Alkohol drin. Hier ist ein Flock der Fahrt. Ich brauch Alkohol. Helf doch mal Alkoholiker aus, Mensch. Ich finde nie Alkohol. Alkohol zu finden für mich war ja bis... Wenn ich Alkohol finden würde, das ist ein 6 am Lotto. Krieg ich irgendwo Alkohol, oder? Step go. Dann. Da geht's gar nicht jetzt weiter. Ja. Da geht's weiter. Ja, ich verstehe es, aber das ist gar nicht so easy. Warte mal, stopp mal. Wo zur Hölle gehe ich hin? So, 1-2 step 3, let's go. So, warte, das haben wir ganz fertig. Ich habe nur noch wie viel Leben? Und ich dachte, dass du hier barefoot getroffen. Hä? Warte. Ah, ich kann mich nicht hier treffen. Warte mal, wie geht das denn weiter? So, weiter. Ja, ich muss das jetzt echt ein bisschen konzentrierter machen. Aber ich habe gar keine Ahnung. Natürlich kein Alkohol. Das weiß ich noch. Hier geht's weiter. Step, 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 go, step, let's go. Yes, let's go. It's easy, bro. Aber ich weiß echt nicht mehr, wie das weitergeht. Da geht's weiter, das weiß ich. Step, 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 go, let's weiter geht's. So, wartet mal. Jetzt muss ich mir ein bisschen angucken. Yes, let's take a look. Ich hab keinen Bock, schon wieder runterzufallen. So. Step go.
hab's geschafft, Halleluja. Oh, Scheiße. Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße, hatte ich befürchtet. Naja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Nimm die Seilrutsche und geh Richtung Osten. Da ist er. Die Mission ist nicht ganz ohne. Vor allem ohne Medikit. Ja, noch keiner der Ausdauer. Wer hätte gesagt, im Wasser ist nicht weit, das sind knapp 300 Meter. Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Enttäuscht. Ganz einfach. Ein grausamer Tod. Ja, da kommt jemand aus dem Haus, das ist ein Ding. Noch mehr, ich brauche mehr Medikament. Ich muss Alkohol finden. Was ist da hinter mir daher? Was scheiße, du mich killen? Wir sind, glaube ich, abgehangen. Gott sei Dank. Hier war ja auch, glaube ich, mal was in den Zügen drin. Hui, 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 hui. Nein. 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 Okay, das ist so gar nicht. There we go. Alkohol! Ach, fick mal leicht, Alter. Also ich brauche es Alkohol. Ich muss mir Milch jetzt herstellen können. Das wird kein Alkohol sein. Oh boy. Die Suche nach Alkohol. Mal weg von mir, war ich hier schon drin? Alkohol. Was ist das denn? Wieso kriege ich keinen Alkohol? Die Suche nach dem Alkohol ist amazing, muss ich zugeben. Die Suche schaltet sich mega schwierig. Ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Alkohol. Yay, yay. Yay, yay. Oh, ich war noch nie so froh, Alkohol zu sehen.
Was zum Henker willst du? Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais' Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht einlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. So, das mache ich jetzt, glaube ich, auch noch. Und ich kann Schluss, das nicht mehr. Sprich nicht so laut. Sollen Sie mich doch hören? Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Vater, das sind Mörder. Das sind sie. Ja, wir arbeiten für sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. Du solltest weniger deine große Klappe und eher dein Hirn gebrauchen. Sonst geht's uns beiden an den Kragen, Christoph. Vielleicht die Scheißkletterei war's wert. Ich bin gerade voll nervös, muss ich zugeben. Kann doch eigentlich nur... Ich sehe gerade nicht, wie es weiter hier ist. Warte, stopp mal, boah. Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob's die Mühe wert war. Hey Karim, der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. So, was will ich jetzt noch machen? Fertigkeiten. Kraftstufe. So, liebe Leute, ich mache einen Folgenbreak. Bis dahin, haut rein und tschüss.